Hallo zusammen! Bestimmt gibt es niemanden, der Kinofilme nicht mag. Einer steht auf Thriller, der andere weint immer bei Dramas und der dritte schreckt wiederum die Nachbarn, während er eine typische, nicht sehr tiefgehende Komödie anschaut. Es gibt jedoch eine Sache, die echt alle mögen. Nein, wir sprechen jetzt nicht von Popcorn und den Szenen nach den Filmtiteln, sondern von Filmfehlern. Seid ihr auch einverstanden, dass es nichts Interessanteres gibt, als plötzlich einen kleinen, aber lustigen Fehler bei einer epischen Filmszene zu entdecken? Manchmal sind sie sogar so unauffällig, dass nur ein aufmerksamer Zuseher sie entdeckt, also wir. Hier kommen 10 schräge Situationen, die am Filmset passiert sind. Lasst uns loslegen. Star Wars Episode 4 – A New Hope. Klar gibt es Menschen, die keine einzigen Star Wars Episoden gesehen haben, doch kaum gibt es einen, der noch nichts davon hörte. Die epische Saga über die Abenteuer im Weltall erstreckten sich auf mehrere Jahrzehnte und bekommen immer wieder neue Fans. Heute widmen wir uns dem letzten Film der ersten Trilogie und der bekannten Kampfszene im Sand auf dem Planeten Tatooine. Han Solo aktiviert unabsichtlich den Jetpack des Boba Fett und der Mietsoldat fliegt zur Seite. Doch uns interessiert nicht er, sondern der Hauptcharakter, der in dieser Szene im Vordergrund bleibt. Schaut euch an, wie kämpferisch er sich wehrt und dabei sein Lichtschwert und die Beine bewegt. Insbesondere die Beine, denn war der Aufprall echt so stark, dass Luke nicht einmal den Gegner treten musste, um ihn niederzuschlagen? Oder hat er die magische Kraft mitgespielt? Jurassic Park. Was soll man da sagen? Der erste Film hatte einen riesen Erfolg. Und zwar einen so großen, dass das Echo noch 2015 im Film Jurassic World zu hören war. Doch wir konzentrieren uns auf das Original. Jeder erinnert sich bestimmt an die Szene und an den Dinosaurier, der uns erschreckt hat, weil er so total echt aussah. Seht ihn euch an, er frisst den armen Ziegenbock brutal vor den Augen der Hauptcharaktere und der Zuseher auf. Doch was ist über seinem Kopf? Vielleicht ein Gegenstand, der Wasser auf ihn spritzt, um den Regeneffekt zu erzielen? Stellt euch vor, wie es euch ginge, wenn dauernd Wasser auf euch rinnen würde, nur um einen dramatischen Effekt zu erzielen. Willy Wonka and the Chocolate Factory. Es ist durchaus möglich, dass ihr diesen Film nie gesehen habt oder nichts davon wusstet. Das war die erste Verfilmung der Novelle Charlie und die Schokoladenfabrik, die 1971 entstand. Erst später machte sich Tim Burton an die Story heran und es entstand, tja, was eben immer entsteht, wenn Tim Burton arbeitet. Viele bunte, erschreckende Farben und Johnny Depp. Er darf einfach nicht fehlen. Der Originalfilm hatte nicht nur eine besondere Atmosphäre, sondern auch diesen besonderen Moment. Schaut ihn euch genau an. Die Kinder stehen in der Konditorei um einen Ladentisch und hören dem Eigentümer genau zu. Was kann da schon schiefgehen? Beginnt ein Kind plötzlich die Requisiten aufzuessen? Nein, die Kinder spielen super, sogar zu gut. Der Konditor hebt den Ladentisch, um die Kinder hineinzulassen. Und bam! Fatality. Tja, das tat bestimmt weh. Das Mädchen spielt aber weiter, als ob nichts gewesen wäre. Alle anderen, auch der erwachsene Schauspieler, reagieren überhaupt nicht und spielen auch weiter. Wir können nur raten, ob es sich um professionelle Schauspielerei handelt oder der Schlag ins Gesicht wirklich geplant war. Everybody's fine. Noch ein Film, den ihr vielleicht nie gesehen habt, doch das ist gar nicht notwendig, den Filmfehler werdet ihr trotzdem verstehen. Hier kommt der Hauptheld zu seiner Freundin und sie sitzen auf einer Veranda, plaudern über das Leben. Im Hintergrund sieht man eine typisch US-amerikanische Vorstadt, einen gepflegten Rasen und Kinder, die an einem kleinen Tisch sitzen. Was kann da falsch sein? Naja, der Regisseur erbat die Kinder wahrscheinlich zu sehr, die Aufmerksamkeit der Zuseher nicht auf sich zu lenken. Wie soll man es sich sonst erklären, dass die Kleinen wie in einer Starre sitzen und sich nicht bewegen, während die Erwachsenen reden? Oder ist es eine neue Art der Gehorsamkeit, still zu sein, wenn die Großen das Wort ergreifen? Die Kinder haben es jedenfalls geschafft. Wir hoffen, sie haben wenigstens geatmet. You only live twice. Wer von uns sah einen James Bond Film und wollte genauso sein wie er? Egal welcher 007-Schauspieler euch am besten gefällt, jeder von ihnen ist total cool. Erinnert ihr euch an den Erzfeind von Bond, Blofeld? Genau, diesen seltsamen Typen mit dem Cutter im Arm. Über ihn werden wir jetzt reden. Nein, nicht über Blofeld, über den Cutter. Hier ist eine Szene, wo Sean Connery die Hauptrolle spielt. Wir sehen James Bond, Blofeld und den berühmten weißen Angora-Cutter auf seinen Händen. Was könnte hier denn schiefgehen?
Doch die Filme über Geheimagenten würden falsch sein, wenn nicht irgendetwas explodieren würde. Wir wissen darüber Bescheid, doch dem Kater hat's anscheinend niemand gesagt. Das kleine Tier hat sich so erschreckt, dass es noch vor Drehschluss weglief. Kein schönes Verhalten für einen Kater, der ein Bösewicht gehört. Doch in diesem Moment dachte das Tier wahrscheinlich nicht an seine Rolle. North by Northwest. Noch bevor die James-Bond-Filmreihe entstand, drehte Alfred Hitchcock seinen Spionage-Thriller North by Northwest. Dort gibt es alles, was von diesem Film erwartet wird. Ein spannendes Sujet, eine wundervolle Dame, Verfolgungen, Explosionen und andere Abenteuer. Die Schüsse fehlten selbstverständlich auch nicht. Seht euch diese Szene genau an. Während die zwei Schauspieler reden, stellen die Statisten ja eigentlich eine gewöhnliche Menschenmasse dar. Doch was ist mit diesem Jungen? Kann er die Zukunft voraussagen? Er verschließt seine Ohren noch vor der Explosion. So etwas passiert, wenn man die Szene mehrere Male übt, aber es ist sich viel lustiger vorzustellen, dass der Junge tatsächlich irgendwelche Superkräfte hat. Ist er vielleicht einer von den X-Men? Three Men and a Baby. Solche Komödien soll man entweder als Kind oder in einer guten Gesellschaft angucken. Der Film hat eigentlich eine typische Handlung. Drei erwachsene Männer versuchen mit einem Baby klarzukommen. Das ist leicht, witzig und manchmal etwas peinlich. Aber auch in so einem harmlosen Film findet man einen unauffälligen Fehler, der den Film echt gruselig macht. Glaubt ihr es nicht? Seht doch selbst. Ja, genau dort. Die komische Figur des Buben hinter dem Vorhang sieht wie ein echtes Gespenst aus. Anders kann es gar nicht sein, denn die Schauspieler reagieren nicht darauf und auch nicht der Kameramann oder der Regisseur. Sogar uns lief ein Schauer über den Rücken. Der Zauberer von Oz. Der Film über Dorothys Abenteuer wurde 1939 gedreht und wurde zur echten Filmklassik. Trotzdem findet man auch hier seltsame Filmfehler. Hier tanzen die Hauptcharaktere fröhlich und gehen auf den gelben Ziegelsteinweg. Es erwartet sie so viele neue spannende Abenteuer. Doch Moment, was hängt dort zwischen den Bäumen? Ja, genau dort. Als ob ein Stück des Bühnenbilds einfach hinuntergefallen wäre und am Seil hängen würde, doch niemand merkt es und reagiert. Sieht gruselig aus, für die damalige Zeit ist es aber nicht ungewöhnlich, denn eine Computergrafik gab es noch nicht und die Requisite konnte man nicht nur angreifen, sondern bei falscher Bewegung schnell kaputt machen. Deshalb wollten die Filmemacher es anscheinend lieber nicht berühren und hofften, dass es niemand merkt. Mr. Nanny. Stellt euch Folgendes vor: Einmal wollte sich ein Profi-Wrestler als Schauspieler probieren und einen Nanny im Action-Thriller spielen. Der Film wurde in den 90er Jahren gedreht. Wozu wir euch das erzählen? Damit ihr versteht, dass es nicht gut enden konnte. Der Film bekam niedrige Bewertungen und das volle Unverständnis der Zuseher. Doch er schenkte uns einige weitere Filmfehler, von denen wir euch jetzt erzählen. Hulk Hogan fährt auf seinem Motorrad und das ist wahrscheinlich eine der epischsten und brutalsten Szenen, die ihr jemals gesehen habt. Er ist wahnsinnig cool und stark, sogar so stark, dass er eine Konkurrenz für Chuck Norris ist. Okay, wir gehen jetzt schon zu weit, doch guckt euch das an. Und seht euch jetzt den Hintergrund an. Ein Mann wirft seinen Hund in den Ozean. Wozu? Warum? Wie ist das in den Film hineingerutscht? So viele Fragen und keine einzige Antwort. Es bleibt zu hoffen, dass kein Hund bei den Dreharbeiten verletzt wurde. Pirates of the Caribbean. Was kann spannender sein als ein Piratenabenteuer? Bestimmt wollte schon mal jeder von euch auf einem Schiff mit Jack Sparrow, Verzeihung, mit Captain Jack Sparrow sein und ein fröhliches Leben mit Kämpfen und sogar Diebstählen führen. Einigen ist es anscheinend wirklich gelungen. Schaut euch die Szene aus dem ersten Teil genau an. Jack Sparrow ist am Steuer, inmitten einer Gruppe von wahnsinnigen Kopfjägern. Und dort drüben? Wir spulen jetzt noch einmal zurück, damit ihr genug Zeit habt, es anzusehen. Schaut genau, vielleicht entdeckt ihr einen Cowboy im weißen T-Shirt und modernen Sonnenbrillen. Weiß Captain Jack Sparrow eigentlich, dass sich auf seinem Schiff ein Tourist aus der Zukunft befindet? Oder ist das ein Freund des Regisseurs, der nicht gefilmt werden sollte? Jedenfalls schlug niemand Alarm und in der nächsten Sekunde ist dieser seltsame Passagier bereits verschwunden. Tolle Gadgets, neueste Technologien, unglaubliche Erfindungen und andere coole Dinge in Verbindung mit Hightech bei TechZone.
Abonniert und ihr werdet es nicht bereuen. Den Link findet ihr auf dem Bildschirm und in der Beschreibung. Danke fürs Zusehen. Bitte klickt auf Gefällt mir und teilt das Video in den sozialen Netzwerken und wir werden bald wieder zurück sein. So schnell wir können.